Die historische Schmalspurbahn auf den Waldpass folgt den Spuren des Klondike-Goldrausches. 1898 begann man in Skagway mit dem Bau dieser damals nördlichsten Eisenbahnlinie Amerikas. Ein kühnes Unternehmen. Denn von Skagway steigt die Trasse innerhalb von 32 Kilometern von Meereshöhe auf 900 Meter an. Im Jahr 1900 wurde die Bahn fertiggestellt. Der Zug bringt uns von Skagway zum White Pass Summit. Diese Brücke aus Stahl war zur Zeit ihrer Konstruktion im Jahr 1901 die höchste Auslegerbrücke der Welt. Wir haben es geschafft, der Gipfel, Höhenlage ca. 890 Meter. Hier an der amerikanisch-kanadischen Grenze winkten berittene Polizisten nur Fußmarschierer weiter, die eine Tonne aus Vorräten besaßen. Genug, um ein Jahr im Norden zu überleben.